früher Morgen im Tierpark Berlin. Noch haben Pfleger und Tiere den weitläufigen Park für sich. Die Maggots, auch als Berberaffen bekannt, warten auf ihr Frühstück. Sie müssen noch etwas Geduld haben. Da die Affenanlagen über den gesamten Tierpark verstreut sind, wechseln sich die Pfleger mit der Runde ab. Heute bei den Affen an der Reihe Nils Frankenfeld. Morgen, Großer. Schön, den Tierpark am frühen Morgen ganz für sich allein zu haben. Morgen! Zusammen mit den Tieren natürlich. Das heutige Berberaffenfrühstück: Quarkbällchen und Äpfel. Jetzt bekommt mal der Rest was, ja? Okay. Ihr habt schon aufgegessen? Da gibt's jetzt einen Apfel. Okay, hier, Quarkbällchen. Oh, kleines süßes Kindchen. Jetzt lass mich mal richtig raufgehen. Dicker, hier. Lasst es euch schmecken. Kein Affe will das süße Frühstück verpassen. Eine gute Gelegenheit für einen schnellen Check. Alle da. Morgens geht es hauptsächlich darum, um zu gucken, ob alle da sind, ob den allen gut geht auch, ob vielleicht Nachwuchs da ist. Einfache Antwort. Ja, es geht allen gut. Und ja, es ist Nachwuchs da, aber kein frischer. Ich werde euch mal jetzt verlassen, ne? Bin ja nachher wieder da. Nächste Station auf Nils Frankenfelds Affenrunde: die Anlage der Gibbons. Frieda umsorgt ihr Kind Lara. Chef Bruno zeigt allen, dass er der Chef ist. Also alles wie immer auf der Gibbon-Insel. Vielleicht kommt der Bruno an, dann kriegt er noch seine Banane. Ansonsten gibt's auch hier Quarkbällchen und Äpfel. Bruno, bist du heute schüchtern etwa? Der Mann kommt eigentlich sonst an immer und holt sich schon so ab. Aber heute ist er wohl ein bisschen schüchtern. Und das wird ausgenutzt. Dass er hier wieder eine Spatzenfütterung. Auf die Gibbons warten, dafür ist keine Zeit. Die Affenrunde geht gerade erst los. Der Zoo Berlin. Er liegt direkt neben einem der größten Parks der Stadt, dem Tiergarten. Na ja? Christian Möller kommt in sein Revier. Erste Aufgabe: die Parma-Kängurus rauslassen. So, na los, flitzt mal alle raus. Eigentlich könnten die kleinen Kängurus draußen übernachten. Aber wegen der Nähe zum Park ist das zu gefährlich. Hier bei den Parmas ist es ganz wichtig, dass wir die zum Feierabend einsperren, weil wir ja nach wie vor ein Fuchsproblem haben, der aus dem Tiergarten kommt, der hier über Brücken springt und Zäune überwindet. Und das ist natürlich typisches Beuteschema. Die Größe stimmt. Ja, und wir hatten auch schon Verluste bei den Parmas. Tagsüber, wenn die Tierpfleger vor Ort sind, droht den australischen Beuteltieren zum Glück keine Gefahr. So, ihr beiden, kommt her. Schönes Wetter, kommt mal raus. Die großen Emus hingegen kommen als Fuchsbeute nicht in Frage. Besonders eilig haben es die riesigen Vögel heute Morgen nicht. Das ist ganz entspannt mit den beiden. Und auch eine gute Konstellation hier mit den Parmas. Sie lassen sich gegenseitig in Ruhe. Tast überlassen wir sie auch komplett draußen. Über Nacht können sie eben wählen, ob sie rein oder raus wollen. Dann geben wir ihnen drin auch das Futter, dass sie sich da zurückziehen können, wenn sie wollen. Ich mache jetzt die Tür zu, den Schieber, dass sie wirklich auch nicht rein können, dass die Besucher auch was von den Tieren haben. Weil es kann natürlich sein, wenn der Schieber offen bleibt, der Stall, dass sie sich da reinlegen. Das macht ja keinen Sinn. Und gerade bei dem Wetter, was noch so schön ist. Also alles in Ordnung bei den Australiern. Christian Müllers Runde geht weiter. Bis zu den Südamerikanern sind es in seinem Multikulti-Revier nur wenige Schritte. Wie sieht es denn bei den Guanacos aus? Guten Morgen. Na ja? Die Schnute muss ich mir noch mal kurz angucken, weil die da so liegt. Na, Mausi?
Alles gut, Schnicke? Alles gut? Hey, hey, ja, ja, ist gut. Ja. Alles gut, Mausi? Kommst du mit? Nun sind die Chayas aus der Familie der Wehrvögel an der Reihe. Die nennt Christian Müller selten beim richtigen Namen. Da sind auch aus gutem da. Grund. So, kommen die Schreihälse raus? Ja, ja, ja. Das Schreien schmerzt zwar in den Ohren, wird aber trotzdem gern gehört. Wenn sie schreien, sind sie gesund, also von daher ist das schon mal ein ganz gutes Zeichen. Im Elefantenhaus heißt es gut aufpassen für Bulle Viktor und für Azubi Steve Kapalczynski. Er ist so trainiert, dass wenn ich, ich gebe ihm das Kommando, wenn er es richtig ausführt, pfeife ich. Wenn er sich wieder bewegen darf, pfeife ich ein zweites Mal und dann kriegt er die Belohnung. Mhm. Das funktioniert im Großen und Ganzen ganz gut. So, Viktor, komm her. Das Training, wichtig für Tiere und Pfleger. Okay. Zum einen regt es die grauen Elefantenzellen an, zum anderen lassen die Elefanten dadurch Pfleger und Tierärzte an sich heran. Das Lustige bei ihm ist, dass er sich immer festhalten muss irgendwo, wenn du mit ihm arbeitest. Ist wie Daumen im Mund. Ans Gitter. Du bist eine Eule. Du pfeifst doch. Hier, komm her. Richtig ran. Der macht richtig ran hier. Der macht alles, außer das hinlegen. Und da hat er dann plötzlich immer Fußprobleme, die Pfeife. Gerd. Viktor befolgt jedes Kommando, zeigt sich von seiner besten und überhaupt allen Seiten. Doch das schwierigste Kommando für Viktor kommt erst noch. Down. Der größte Schwachpunkt beim Training ist, wenn ich ihm sage, dass er sich hinlegen soll. Das ist für einen Elefanten eigentlich, wenn der am Boden liegt, ist er wehrlos. Und deswegen gerade so ein stolzer Bulle legt sich nicht so gerne hin. Ans Gitter. Down. So. So, stellen wir uns mal da hin. Warten kurz. Tja, dicker letzter Versuch. Down, Viktor. Du bist doof. Zeig doch mal unserem Lehrling, was du kannst. Komm. Ans Gitter. Der legt sich nur in diese Richtung hin. Down. Viktor. Und deswegen versuche ich es dann eigentlich immer, ihn so zu drehen und dann hinzulegen. Manchmal hat man da ein bisschen mehr Erfolg. Aber heute haben wir ja keinen Erfolg. Ja. Das war ein fast perfektes Training. Fast perfekt. Absolute Perfektion gilt ja auch als langweilig. So ist noch Luft nach oben. Ein rotes Riesenkänguru mit noch unbekanntem Geschlecht. Das ändert sich jetzt. Das Jungtier bekommt seinen Chip. Allerdings nicht ganz freiwillig. So, ich habe den Lehrling mitgebracht. Der hat es auch noch nicht gemacht. Ja. Dass der das einmal sehen kann. Müssen geopfert werden. Einer wird immer geopfert. Genau. Also ich gehe erstmal zuerst rein. Ja, ja. Ja, schnapp mir und du kommst dann bitte nach. Ja, den drei kann gleich in die Hand, weil der ist schon recht groß und kräftig, dass wir den gleich schnappen. Und dann ich fasse ihn am Schwanz an und wichtig ist, dass du den Kopf dann irgendwann fixiert, weil die extrem beißen können. Okay. Die haben schon echt kleine Hauer und es zeigt schon ganz schön, also, okay, wenn die dich beißen wollen. Aber ich heb ihn hoch und du gehst dann bitte so um den Hals, dass Herr Dr. Ochs den Chip setzen kann. Genau. Ja? Alles bereit? Jo. Dann legen wir los. So, ich hoffe nicht, dass ein Kerl ist. Ein Weibchen können wir eher gebrauchen. Alles gut, Dicker, alles gut. Hm? Ja, 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 ja. Komm rein. Hier, so den Hals. Hast du von dem?
Das Implantieren des Chips mit den Informationen über das Tier kaum schmerzhafter als eine Spritze. So, wunderbar. Lecker. Jetzt nehmen wir mal am Hals, bitte. Guck mal hoch, Mick. Pass auf, pass auf, ich beiß. Richtig so greifen, genau. Richtig fest. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ja? Junge oder Mädchen? Und dann? Nur die weiblichen Tiere haben den bekannten Beutel. Hast du? Ja. Nimm nach hinten. Hinten, genau. Das tut dir nichts. Die können ruhig ein bisschen rabiat angefasst werden. Das ist die Überlebende. So, und dann gucken wir mal, ob er einen Beutel hat. Oh, du Gauner. Du bist schon kräftig. Schön festhalten. Ja, ja. Ist ein Kerl. Ist ein Kerl, genau. Juti. Dann lassen wir mal wieder los. Gib mal alle raus. Ist ja gut. So. Ja. Hat er gleich mit hochgehoben. So, jetzt machen wir mal auf. Gehen mal rüber da. Und wunderbar. Guck mal. Ist doch nichts passiert. Du alte Meckertante. Meine Herren, hat er einen Schnee getreten. Ja. Du alte Meckertante. Meckeronkel, um ganz genau zu sein. Ah, hat er dich doch getroffen, ja? Ja, hier so ein bisschen, ne? Also ist nur leicht. Blutschleck. Ja, da hat er dann weggedreht. Ja, nur leicht so. Also wie gesagt, ganz wichtig am Hals und trau dich ruhig. Ja, ja, ich habe so ein bisschen Schiss, dass ich nicht. Ja, nee, da passiert überhaupt nichts. Du siehst ja, dass sie sich drehen, da haben sie auch nicht viel Fell, wo man richtig greifen kann. Du musst richtig im Nacken drin, weil ich ja den Schwanz habe. Mhm, genau. Ja. Und wichtig ist denn auch noch die Beine zu fixieren, hast du ja gesehen, hat mich auch leicht getreten. Ja, genau. Also, wie gesagt, da passiert gar nichts. Der ist jetzt fit, dem passiert nichts. Mhm. Ja, wie gesagt, das ist ein Bock, die machen auch Kämpfe untereinander. Und da bist du, wenn du ihn greifst, harmlos. Ja, gut. Ja, also das ist gut. Wegen dieser Kämpfe wird der Bock den Zoo bald verlassen. Rote Riesenkängurus leben in Gruppen mit vielen Weibchen, aber jeweils nur einem Bock. Und den gibt's hier schon. Im Tierpark. Nils Frankenfelds Affenrunde geht weiter. So, sie sind die Katas dran. Die freuen sich immer, wenn einer kommt. Katas gehören zu den Lemuren aus Madagaskar. Sie sind ebenso verfressen wie zutraulich. Morgen. Eddie, hast du Hunger? Sonst kriegst du mal nichts ab, ja. Und die werden auch morgens immer gleich sauber gemacht, damit man dann nachher nur kurz hier ranfahren muss und Mittag geben muss. Die kriegen zwei Mahlzeiten, abgewogen auch, und die neigen dazu zu verfetten. Deswegen gibt es halt immer so pro Tier 300 Gramm. Morgens gibt es ja meistens immer Äpfel und Möhren und natürlich auch Salat. Heißt, die leben eigentlich echt gesund, muss man sagen. So, dann verlasse ich euch mal. Dann gibt es nachher Mittag noch. Ne? Ja, das ist ja noch ein bisschen mehr wieder. Nächster Stopp, die Rotgesichtsmakaken. Kommt ihr mit nach vorne? Die freuen sich immer. Die hängen auch immer sofort eigentlich am Gitter mit. Sie wissen, wer um diese Zeit kommt, kommt nicht mit leeren Händen. Na, habt ihr gute Laune? Wenn es Quarkbällchen und Äpfel gibt, dann immer. Die ursprüngliche Heimat dieser Makaken ist Japan. Sie sind die nördlichste Makakenart. Sie sind eigentlich relativ zutraulich. Außer wenn mal der Mann wirklich schlechte Laune hat oder so. Da gehen wir auch dann nicht rauf. Mit denen möchte man wirklich keinen Streit haben. Heute gibt's keinen Streit. Nur etwas Gezeter zum Abschied. Ist okay. Die nächste Affenart wartet schon auf Nils Frankenfeld. Tierpfleger sein. Für viele ist das nicht nur Beruf, sondern Berufung. René Walter aus dem Tierpark hat heute frei und hält es nicht mal einen Tag ohne Tiere aus.
Bei seinem Ausflug in den Zoo besuchte den Kollegen Christian Möller, der gerade mit der Futterernte beschäftigt ist. Nicht erschrecken? Ach! Ja. Hi! Grüße dich. Du bist wieder bei der Arbeit? Ja, ja. Also hast du ja einen richtig schönen Laubgarten hier. Genau, genau. Du hast das voll zügig nutzen hier. Du wolltest ja mal die Seeraus, hatten wir ja besprochen, ne, mal angucken. Und deswegen hatte ich gedacht, okay, dann schneide ich ein bisschen Weide. Das mögen sie sehr gern. Dann bin ich schon gespannt. Ja. Wollen wir mal rüber dann? Ja. Geht's, ja? Ja. Du bist doch gar nicht ein Dienstmensch. Halt, nicht verschwenden. Ja, dann haben wir noch. Na, dann mal los. Wollen wir gar nicht mehr machen. Nö, du zeigst mir den Weg. Ja. Die Japanseeraue sind eine sehr seltene Ziegenart und kommen nur auf den japanischen Inseln vor. Nur ganz wenige Zoos weltweit wagen sich an die Haltung der empfindlichen Tiere. So, hallo. Oh, da ist jetzt schon die Peggy. Hier haben wir die Peggy, ne, die wir letztes Jahr gekriegt haben. Und da ist die Akita, die ältere. Sie ist an den Fell, an den Dichten, die verliert ihr Fell so schwer. Oh, viel regnet, wenn es wieder drauf sind. Schimpft, wenn man ein bisschen guckt. Dich kennst du ja nicht, aber wiederum ist er an den Laub interessiert. Ja, ja. In dem Baum? Genau, an dem Baumstamm da legen wir mal hin. Oh, ist ein Horn abgebrochen. Huch. Na, guck mal. Na, das gibt's doch ja nicht. Ist ja eine Liebe. Als ob du noch nie was anderes gemacht hättest. Ja. Na, komm mit. Akita, komm. Komm, Akita, komm. Komm, Schnecke, komm. Akita reagiert auf den Neuen in der Anlage unsicher. Wir können ja mal ein bisschen so zurückgehen. Ja. Dann gucken wir mal, wie die Akita da nämlich gleich rangeht. Dann kannst du da auch deine Fotos da mal machen, wenn du rankommst. Weil die kommt da nämlich schon an. Und Peggy guckt da oben auch noch mal. Aseros hatte ich in der Vergangenheit schon vor vielen Jahren mal aus dem Zoo einen Bock bekommen. Und da war die Umstellung unheimlich schwierig, der war total unheimlich sensibel. Und dann haben wir auch die Verwandten, habe ich lange gepflegt, die Gorale. Und dann liebe ich ja auch bockartige, sprich Schraubenziegen, Blauschafe und so was. Alle diese Tiere, die sind so, die mag ich. Ist sie ein bisschen schmaler als die davor? Ja, komm mal runter. Also sie ist hinten sehr stark eingefallen. Wir hatten vor ein paar Wochen arge Probleme mit ihr. Starken Durchfall. Erstaunt, ne? Das ist so. Richtig stark, hat auch gar nicht gefressen. Schnaufen? Ja, ja, der meckert ein bisschen. Ja, ja. Die hat sich dann ganz gut wiederholt, weil hinten das Becken ist wirklich ganz schön schmal. Und es ist so Akita, wenn man sie ein bisschen so nebeneinander sieht, ist es schon sehr klein und sehr schmal. Und sie ist bestimmt hier vorne die Ranghöchste, ne? Also ja, Akitas Rang, ja, genau. Also die Jungtiere sind ja wunderschön und da hoffe ich wirklich, dass wir da noch einen Bock kriegen. Da hebt ja kaum noch sehr raus. Ja, also das deutschlandweit ist, wie gesagt, Magdeburg, habe ich dir erzählt, ist jetzt, hat jetzt doch völlig aufgegeben oder die Haltung. Wien hat noch welche. Ja, da bin ich gespannt, da fahre ich nächstes Jahr hin. Ja? Ja, da gucken wir mal an. Ja, muss man berichten. Ja. Aber schnucklig. Ja. Gut, wollen wir weiter? Okay. Auf ihrer täglichen Tour legen Katrin Ansorg und Sabine Busse 15 Kilometer zurück. Um die 200 Vögel leben im Tierpark in 54 Volieren. Einer davon, der Habichtskauz. Na du, wartest du schon? Hast Hunger, wa? Der hat ja gestern gefastet, wa? So ein Vogel, so ein Einzelner, macht ja nicht allzu viel. Aber ein bisschen ist schon dabei. Kommst du bei mir zu Hause aufputzen? Nee, du. Boah, das kannst du aber vergessen. Ich hab noch nicht mal einen für mein Zuhause gefunden, der das macht. Hier ist noch ein Gewöll. Die Eulen, die verdauen die Knochen und Haare ihrer Futtertiere nicht und würgen die dann wieder vor. Das nennt man Gewöll. Da kann man zum Beispiel hier gut sehen, in diesem Stück hier, da ist so eine Kralle oder ein Zahn. Oder hier einzelne Knochenteile von Mäusen. Wenn man das so ein bisschen auseinander macht, sieht man das immer ganz deutlich. Man könnte da vielleicht sogar das ganze Futtertier als Skelett wieder aufbauen, wenn man Lust hat. Ich habe jetzt keine Lust. Ich schmeiß es mal weg. Guck mal, hier ist dein Futter. Wenn du magst, kannst du es dir nehmen. Oh, siehst du noch irgendwas oder ist so gut jetzt? Nö, sieht das von vorne gut aus. Ja, das reicht. Ja. Von vorne, wenn es von vorne gut aussieht, reicht das.
Warte mal. Das Futter liegt bereit. Oh, na denn. Doch der Habichtskauz wartet. Bis morgen, tschüss, Dicker. Erst wenn die Pflegerinnen weg sind, schnappt er sich die Beute. Weiter geht's zu den Bergkarakaras. Na, wartet da schon. Doch, kommt gleich mit. Na? Hallöchen. Wer hat denn hier seine ganzen Federn gelassen von euch? Hm? Ja? Das sind unsere Bergkarakaras. Sind eigentlich vom Charakterlicht total lustig, weil die sind eher so wie Krähen. Da muss man dann eben auch gucken mit den Besuchern, wenn dann aus Versehen die Handys immer reinfallen und die Leute wissen gar nicht, wie das passieren konnte. Die nehmen sie dann auch ruckzuck auseinander. Und heute gibt es kein Fundstück in der Voliere, aber davor. Guck mal, Katrin, Elefant ausgebrochen. Na, ich bin ja schon mal froh, oh Gott, ist ja niedlich. Aber froh, dass er nicht bei den Karakaras drin gelandet ist. Sowas findet man dann natürlich nicht mehr in dem Zustand wieder. Ist ja weich. Sowas zerlegen die dann gerne, machen es einfach kaputt. Und im schlimmsten Fall schlucken sie auch noch was runter. Ist natürlich dann auch nicht so gut, ne? Dann wundert man sich, warum die Tiere krank sind. Aber Kinder, wenn die hier spazieren gehen, verlieren eben doch mal was. Kann schon passieren. Auf zur nächsten. Immer noch auf seiner Affenrunde, Nils Frankenfeld. Wir werden schon erwartet, der hat schon Hunger. Ne, Felix? Das ist jetzt Felix? Ja, das ist Felix. Das erkennst du schön an seinem süßen Gesicht. Jetzt will er erstmal seinen Bauch gekrault haben. Erst seit 10 Tagen im Revier, Azubi Angelique Jacobs. Sie hilft bei der Fütterung. Kommst du mit, Felix? Der Besuch bei den Waris ist das Highlight der Affenrunde. Guck mal, Felix. Sie haben hier was. Kannst du hier was reinknoten? Nicht so nah am Besucherweg vielleicht? Ja, das geht schon. Kommt der ja überhaupt ran? Ja. Die Frage kann auch Felix beantworten. Ja, da kommt er dran. Als Regenwaldbewohner von Madagaskar sind Waris ausgezeichnete Kletterer. Und insgesamt sind hier nur 5 Männer drauf. Und wenn Weibchen dabei sind, gibt es gerade zur Paarungszeit auch Unruhe. Und das muss man ja nicht haben. Unruhe und Krach. Auch sonst bei den Waris nichts Ungewöhnliches. Aber warum knurren die denn so? Das ist Können. Nein, das ist einfach nur Kontakt. Leute. Okay. Ich bin jetzt nicht schlechte Laune, wenn die knurren. Die gestern gerade über uns. Ja, das sowieso. Die Runde der Pfleger geht weiter. Die Waris verabschieden sich. Verkehrte Welt. Normalerweise räumen die Pfleger die Hinterlassenschaften der Tiere weg. Bei den Elefanten kommt heute zusätzlicher Kot auf die Anlage dazu. Ich habe mir von den Kollegen 3 verschiedene Kotsachen bringen lassen. Jetzt wollen wir mal gucken, wie die Elefanten auf fremde Gerüche in der Anlage reagieren. Kekel vom Zebra. So, Rinderrevier. Das ist wie Nikolaus hier, ja. Bloß vom Geruch her nicht wie Nikolaus. Mein Liebling, das Raubtierhaus. Also ich als Elefant würde weglaufen und nicht hingehen. Wie reagieren die Tiere auf die fremden Gerüche? Das will Rolf Becker herausfinden. Ich weiß gar nicht genau, was wirklich passiert. Wir haben ab und zu einen Fuchs auf der Anlage. Da reagieren sie doch extrem drauf, dass sie rummeckern und grummeln. Und diese Gerüche kennen
sollten sie eigentlich nicht kennen. Wir haben noch kein Raubtier außer den Fuchs. Wir haben noch kein Rind und kein Zebra auf der Anlage gehabt. Also schauen wir mal, ich weiß es nicht. Die Elefanten verwundern mich immer wieder und wir werden sehen, was passiert. So, wollen wir mal was rauspacken. So, nee, ich riech da nicht dran. Ich vermute mal, das war Raub. Nein, ich muss doch. Na, Raubtiere. So, gehen wir mal hier, da kommen sie alle vorbei. Da haben sie gleich den extremsten. Mal gucken, wie sie da. Da drin packen wir hier an. Und unser wertvolles Zebra. Das wird sie ja nicht interessieren. Das können wir ja hier hinlegen. Als Abschluss. Mal gucken, was wir machen. Okay? Werden die Elefanten ängstlich, wenn sie den Raubtierkot riechen? Oh, Kalle, was ist das? Toti, unterstützt deine Kumpels. Die vorherrschende Reaktion, mehr Neugierde als Angst. Ausgewachsene Elefanten zählen zu den wenigen Tieren, die praktisch keine natürlichen Feinde haben. Das liegt schlicht an den gewaltigen Ausmaßen des größten Landtiers der Welt. Vielleicht bleibt die Gruppe deshalb so entspannt. Über eine kleine Reaktion hätte sich Rolf Becker schon gefreut. Naja. Immerhin interessieren sich die Tiere für die Säcke. Am allermeisten die junge Anchali. Wir sind schon ein bisschen aufgeregt. Das ist halt irgendwas Ungewohntes und man kann es nicht ganz zuordnen. Dann wird es kurz angefasst und weggeschmissen. Könnte ja doch was passieren, wenn man das länger anfasst. Und außer, dass es stinkt, wissen sie auch nicht, was los ist. Oh, Kalle hat das Zebra auf dem Rücken. Na, Kalle? Mal gucken, wie lange es drauf bleibt. Unten ist er. Na, die Kleine noch mal, als neugierigster von allen, noch mal die Raubtiere durch die Gegend hauen. Oh, reingetreten. Rolf Becker kann zufrieden sein. Denn nun entsteht doch noch ein wenig Aufregung. Die Elefanten sind beschäftigt und genau darum geht es ja den Pflegern. Mit kreativen Ideen dafür sorgen, dass keine Langeweile aufkommt. Die Przewalski-Pferde. Die nächste Station von Christian Möller und Zoobesucher René Walter. Hi. Na ja. Gott, die kommen dicht dran. Ja, ja. Die sind da immer. Ist ja unglaublich. Nein, Futter gibt's nicht aus dem Weg. Geht mal weg. Besonders wild sind die Wildpferde nicht. Das liegt auch am Futter. Ja, du bist der Gast. Ja. Du darfst. Komm her. Nicht aus dem Eimer. Ich hab euch gebucht. Mädels, das kennt ihr. Genau, all inclusive Programm hier. Das gibt es ja. Genau. Siehst du die Hufe? Da sind wir jetzt ja dran. Wir müssen auf jeden Fall den Vitali machen. Die bewegen sich so. Ja, ja. Ja. Da sind wir auf jeden Fall dran. Mädels. Ja, so geht's, aber nicht aus dem Eimer. Vitali, nicht aus dem Eimer. Vitali, komm hier. Komm her. Vitali, komm, komm. Das geht. Lass mal. Vitali. Die Wander ran, die alte Dame. Und nimm mich nicht voll sabbern, ich sehe schon wieder aus. Das ist für dich. Oh. Vitali und Flavia. Ja, aber. Komm, dann komm erstmal runter. Du mal ein bisschen. Opa. Du, komm. Und sabbern tust du. Ja, ja. Christian hat bestimmt Wasser am Haus. Na klar, mach das. Die sind alle 89, 90 geboren. Der Jüngste ist wirklich der Vitali mit 96. Ja, ja. Das ist wirklich ein Seniorentreff. Ja, ja. Komm mal hier. Sag mal guten Tag. Komm mal hier. Hoi. Bist du eifersüchtig? Ja, ja, da guckt er mal gleich, ob du noch Futter hast oder nicht. Und sie sind so ängstlich, dass man. Also so dich, man kann hier alles machen, wenn die einen Bisswunde hätten, die kann man selbst oder könnte man selbst behandeln, weil man überall letztendlich rankommt.
Im Tierpark bei uns, unserer Herde, müsste man sie immer narkotisieren, wenn es denn akut wäre. Aber hier kann man alle lange Zeit bis zu einem gewissen Grad bestimmt selber machen. Also, ja, ja, du kommst ja auch sehr gut dran. Also uns selber treten sie gar nicht. Das Einzige ist halt untereinander. Muss aufpassen, das, wenn wir so ein bisschen Machtkämpfe haben. Ja, genau. Ja. Aber ansonsten kommst du bei ihm auch wunderbar hinten ran. Ja. Und der hat eigentlich nach uns da noch nie groß geschlagen. Wie gesagt, das Einzige ist, wenn er mit den Mädels da ein bisschen Zickenkrieg hat, dass er nicht dazwischen gerät. Stutenbeißerei, soll ja schlimm sein. Ach, ja. Guck mal, wie schön sie das macht. Oh. Schön putzen. Ja, ja. Ja. Liebesbekenntnis, ey. Wenn ich das Futterbrett mit, da kann ich auch ruhig machen. Ja, dann halt da drauf. Ja. Eigentlich für die Serus mit dir gebracht. So nah kriegst du nie wieder, schon weißt du. Nee. Zu sehen. Guck mal. Sag mal her. Wildpferde sind in freier Wildbahn leider ausgestorben. Es gibt aber Pläne, sie in der Mongolei, in China und in Kasachstan wieder anzusiedeln. Umso wichtiger sind die verbliebenen Przewalski-Bestände in den Zoos. Danke dir, Christian. Alles klar. War mir eine Freude. Das Sekretärvogelpaar. Die nächste Station der großen Volierentour von Sabine Busse und Katrin Ansaug. Geh mit raus. Lass uns ja nie durch, wa? Wir machen mal langsam. Komm mal langsam mit. Wir wollen doch hier was tun. Komm mal mit raus. Katrin. Komm mal hier. Du benimmst dich das Mädchen, was sowieso mal ganz lustig ist. Komm mit. Genau. Komm mit. So, du auch. Komm, wir haben alles draußen. Jetzt darfst du meine Hand loslassen, nimmst dafür die Maus. Das ist ja gut, ne? Krieg dich mal ein. So viel später als sonst sind wir heute auch nicht da. Du, das ist nicht gut für die Verdauung. Guck mal, hier unten ist was runtergefallen. Man soll nicht schlingen und schlucken. Nicht bei jedem Vogel ist die aggressive Nahrungsaufnahme das Problem. Der Virginia-Uhu zeichnet sich durch besonders aggressive Hinterlassenschaften aus. Um die muss sich Sabine Busse alleine kümmern. Ich habe manchmal die Schwierigkeiten, sie ist ein Stückchen größer wie ich. Da kommen dann immer deine Arme zu kurz, komme ich nicht dran. Das muss so eben regelmäßig gemacht werden, das bäckt sonst fürchterlich an. Also Vogelkot im Allgemeinen ist ja sehr kalkhaltig, der frisst sich auch über den dauerrichtigen Felsen rein. Das sieht man auch an etlichen Stellen. Übermorgen kommen andere wohl hier mit Saubermachen dran und übermorgen wieder die nächsten und dann geht es wieder von vorne los und so. Bleibt man immer auf dem Laufenden. Jeden Tag alle würden wir gar nicht schaffen. Das ist zeitlich nicht machbar. Dafür ist der Tierpark einfach zu groß. Die Halsband-Makis. Auch hier hat sich Nils Frankenfeld Verstärkung mitgebracht. Azubi Kevin Leuchter. So, das ist der Tonic, ja, hier? Ja. Dann machst du, das ist so eine ganz normale Fischwaage. Ja. Machst du es am besten an, legst ein Stück Apfel hin. Und stellst dann auf Null. Ja. Eigentlich haben sie immer so einen Hunger. Tonic. Hier. Und dann hältst du und dann machst du. Da kannst du jetzt das Gesicht. 2480. Genau. Juliette? 2170. Hast du zugenommen, meine Große? Meine Große, ja. Nee, und die Gewichte sind eigentlich voll in der Norm bei denen. Das ist so zwischen 2 Kilo und 2,5 Kilo. Einmal im Monat kommen die Halsbandmakis auf die Waage. Kannst du das Futter verteilen? Ja. So, kommst du mal immer runter. Zu Hause sind sie, wie alle Lemuren, auf Madagaskar. Chips. Lass es euch schmecken. So, Kevin, hier haben wir dann noch eine Liste. Juliet war 2140. Genau. Da kann man auch hier schön sehen bei Juliet, wie das sich das Gewicht verändert hat. Ja.
innerhalb von einer gewissen Zeit. Die hat immer so leichte Schwankungen von 200 Gramm circa. Weiter geht's mit den Mohrenmakis. Nein. 2020. Genau. Da hat er sogar wieder etwas zugenommen. Das ist ganz gut, weil er oft untergebuttert wird auch. Weil er hat nicht so viel zu melden bei den Frauen. Um Stress zu vermeiden, sind Mohrenmaki-Weibchen und Männchen beim Wiegen separiert. Nach Brutus ist Uta an der Reihe. Okay. Ja. Dankeschön. Jetzt siehst du gleich, wie dick so ein Maki sein kann. Die ist eigentlich immer die schwerste. Ute. Ja. Die sind nicht ganz so dumm, wie man glaubt. Und wenn du dann alle drei hast dabei. Eins ist Chaos. Ja. So, kommst du jetzt hoch? Ja, komm. Ich hol mal schon mal Nachschub. Hol mal Nachschub. Das wird noch etwas dauern. Guck mal in den Napf rein, ob da noch was drin ist. Warte. 2705. 2700? Ja. Hat da geklappt. Mhm. Das ist zu schwer. Da muss man die am besten extra sperren. Für eine kurze Zeit. Dass die anderen eben dann wirklich einen Vorsprung auch haben. Dass sie zum Beispiel die Äpfel sich raussuchen können. Weil sie sind einfach das dominanteste Tier hier in der Gruppe. Und nimmt sich das natürlich, was sie will. Sind die Makis zu dick, zeugen sie weniger Babys. Deshalb ist Uta ab sofort auf Diät. Mal runter. Ich lass mal die anderen jetzt dazu. Ja. Denn Maki-Nachwuchs ist ausdrücklich erwünscht. Von den Pflegern und natürlich von den Tierparkbesuchern. Zurück zu den Elefanten im Zoo. Festhalten. Komm mit. Komm. Ab nach vorne. 3 Jahre ist Anjali nun alt. Komm, ihre widerspenstige komm. Zeit liegt zum Glück hinter ihr. Hier, Peer. Brav. Sie hatte eine Phase, wo sie faul war, aber im Augenblick ist sie total hibbelig und will Unterricht machen, will fressen dabei. Also mit Futter kriegt man sie im Augenblick überall hin. Fußlift. Richtig Knochen hoch. Brav. Nicht naschen. Nein, hier hinten. Lift. Richtig Fuß hoch. Brav. So ist fein. Down. Lay down. Ihr seht doch. Gut 2 Jahre Privatunterricht und Unmengen an Leckerlis haben aus Anjali eine Musterschülerin gemacht. Hier ist noch einer. Aufstehen. Rolf Becker besteht auf der genauen Ausführung seiner Kommandos. Gehorsam ist wichtig für den alltäglichen Umgang der Pfleger mit den riesigen Elefanten. Anjali Becker am Platz. Weg. Weiter weg. Weg. Hier. Steh. Nein. Anjali, hier, komm her. Wo ist denn dein Platz? Anjali, hier, komm her. Komm, Anjali. Hier, komm her. Weg am Platz. Weg. Steh. Oh, scheiße, das ist jetzt nichts. Steh. Nein. Steh. 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 Brav. Komm her. Nein, das geht doch. Nicht ablenken lassen. So, was haben wir noch? Große. Kehrt. Nein, hör zu. Anjali. Hörst du auf da? Mensch, ich hab nicht so viel Hosen. Sie kriegt nur eine Belohnung, wenn sie das Kommando ausführt, wenn wir es ihr sagen. Und nicht, wenn sie ankommt und es selber macht.
Sonst würde er den ganzen Tag auf der Anlage hinter einem herrennen und betteln. Aufstehen. So ist gut. Hier. Zwei Mäuschen. Das war's. Hier. Lass es dir schmecken. Die große Belohnung zum Schluss. Eine Botschaft, die Anjali versteht. Sie bedeutet, gut gemacht. Bei den Diana-Meerkatzen im Tierpark ist heute ein ganz besonderer Tag. Flaschenkind Rea, die halbtags mit ihrer großen Schwester Xena zusammenwohnt, ist ab sofort erwachsen. Da, Xena, die Zeit ist rum. Die Kindheit ist vorbei. Genau. Heute ist letzte Flasche, ne? Ja. Aber fast 7 Monate, ne? Fast 7 Monate, jetzt reicht's. Lang genug. Ist ja sowieso schon ein bisschen dünner, die Milch. Genau. Na komm, Kleine. Ich bin mal gespannt, ob sie überhaupt kommt. Sie will auch nicht mehr. Sie ist raus. Sie hat sich selber rausentwickelt aus dem Ganzen. Mal sehen, was passiert, wenn ich ihr die Flasche zeige. Guck mal, was ich da Feines habe. Die letzte Flasche. Schauen Sie mal. Das letzte Mal trinken und dann ist gut. Das letzte Mal trinken, Kleine. Du solltest es genießen. Du kannst ja nicht trinken über Kopf, sag mal. Mädels, und so eine lange Arme habe ich nicht. Sei nicht so aufgeregt. War eine schöne Zeit mit dir, Rea. Oh, der Arm wird schwer. Bitte trink schneller. Oh, die zieht das aber noch mit, ne? Aber wie? Trinkst du denn jetzt mal Wasser und Tee und so? Ja, ja, trinkst du. Und sie ist auch wohl genährt. Komm, noch ein Schluck ist drin, ein Schluck ist noch drin. Oh, das hast du dir dann mal schwer gemacht zum Abschluss. Aber alles weg, 100% wieder nochmal. Nochmal alles erledigt. So, meine Kleine. Schluss, Ende Gelände. Jetzt wirst du erwachsen, mein Kind. Mehr gibt's nicht. Die Diana-Meerkatzen sind nicht so häufig in Zoos. Und im Freiland normal nicht. Und da zählt halt jedes Tier. Ne? In Europa gibt's so um die 80. Mehr gibt's da nicht. Das ist nicht viel. Deshalb plädiere ich auch immer dafür, die niederen Affen mehr zu halten als die Menschenaffen. Menschenaffen hat fast jeder. Muss man dazu, doch. Es gibt über 300 Gorillas in Zoos zum Beispiel. Ne? Und die anderen Affen dürfen nicht vernachlässigt werden. Ne? Die sind auch bedroht. Teilweise stark bedroht. Stärker bedroht als Gorillas. Der nächste Schritt ist halt wirklich, die mit den Eltern zusammenzubringen und dann wird sich irgendwann irgendwas ergeben. Weil mit der Mutter weiter zu züchten, das bringt eigentlich, macht keinen Sinn. Weil die Jungen nicht annimmt. Und ständig Hand auf Zuchten zu produzieren, das ist auch Quatsch. Jetzt wollen die erstmal als Familie ein paar Jahre zusammenlaufen. Ja, ich bin schon gespannt. Weil wenn das dann klappt, dann heißt das ja, wir haben es wirklich geschafft. Oh, meine Kleine. Oh, schade. Mit etwas Wehmut entlassen Pfleger und Kurator Rea in die Volljährigkeit. Es wird Abend. Im Zoo laufen die Vorbereitungen für die Nacht. Na, Peggy? Besondere Aufmerksamkeit brauchen die beiden Serau-Weibchen. Was ist los, Akita? Ja? Na, was ist los? Willst du rein, Mausi? Soll ich mal aufmachen? Ja? Ich mach mal auf, Mausi. Musst du auch kommen, ja? Bleib mal da stehen, Schnecke. So. Bist du drinne? Am Tage haben wir die beiden Tiere zusammen. Über Nacht trennen wir sie aber. Die Picky hatten wir ja so, dass die so stark abgebaut hatte. Die ist auch erheblich jünger, aber hinten so eingefallen. Vorher haben sie zusammengefressen. Da war es mir auch relativ egal, weil ich gut gesehen habe, dass sie gut beieinander waren. Aber sie hat, wie gesagt, so stark abgebaut und da musste wirklich gucken, wer was frisst. Jetzt füttert sie in drinne. Die kriegen auch unterschiedliches Futter. Und von da ist auch wichtig, wer was frisst und wer wo steht. Das muss man halt immer einhalten. Und das machen wir jetzt mal.
Die junge Peggy soll zunehmen und hat deshalb eine extra Portion Haferflocken im Futter. So, genau. Den haben wir. Und dann machen wir jetzt. Licht aus. Hier wird der Schieber schon mal ausgezogen. Der ist jetzt für die Peggy mit der Anlage verbunden. Und die Akita-Kammer hier auf den Absperrgehege. Die lassen wir dann hier rein. So. Wunderbar. Licht aus, brauchen wir nicht über Nacht. Du bist ja drin, super. Na, dann guten Appetit, ja, zuck. Gut, dann haben wir alles. Bei den sie raus. Nun sind die Australier an der Reihe. So, Feierabend. Alle da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, da ist der Achte. Okay. So. Alle rein, kommt. Schon auf dem Sprung zum Abendessen, die roten Riesenkängurus. Zurzeit gibt es das abendliche frische Gras auf der fuchssicheren Innenanlage. Den erwachsenen Tieren können Füchse nichts anhaben. Wohl aber dem Jungtier. Da drinnen, ja. Tür zu. Christian Möller ist für heute fertig. Jetzt Feierabend. Mal kurz mit den Kollegen besprechen. Die haben die andere Seite ja reingesperrt, die ich heute früh rausgelassen habe. Und dann haben wir Feierabend. Geschafft. Die Tiere sind satt und zufrieden. Und morgen früh geht alles wieder von vorne los.